Ich komme jetzt dazu, wie man so ein Wasser weihen kann. Entweder man nimmt, wie ich eingefüllt habe, Leitungswasser, man kann auch Regenwasser nehmen oder speziell das Regenwasser, wenn es gerade Gewitter hat. Das Wasser wird dann besprochen, im Weihrauch geschwenkt, so mache ich es jedenfalls, und dann ins Mondlicht gelegt, vom Vollmond bis zum nächsten Tag. Zusätzlich kann man auch wieder einen Stein mit dazu geben. Da würde ich jetzt vielleicht den Bergkristall empfehlen. Und sprechen könnte man zum Beispiel auf das Wasser: Göttin und Gott, ihr Elemente und Geist, weiht dieses Wasser oder weiht bitte dieses Wasser. So in der Richtung kann man das dann sagen. Und dann eben halt in das Mondlicht legen, nachdem man es durch Weihrauch geschwenkt hat. Also das Gefäß, wo man das Wasser drin aufgefangen hat. In meinem Fall wäre es jetzt dann die Flasche gewesen.